Einen schönen guten Abend aus Wien, aus dem Aktionsradius Wien. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Salongespräch in virtueller Form. Und ich möchte als erstes unsere Gäste heute begrüßen. Via Zoom aus Deutschland zugeschaltet, begrüße ich ganz herzlich den ehemaligen Politiker Willy Wimmer. Herzlich willkommen, Herr Wimmer. Einen schönen Gruß aus Wien. Grüße aus dem Niederrhein. Schön, dass wir uns zumindest auf diese Weise wieder mal sehen und hören. Willy Wimmer war in den letzten Jahren ja mehrmals auch live bei uns zu Gast und ich hoffe, dass diese Zeiten auch bald wieder kommen, dass Sie einmal wieder ganz real hier am Gaußplatz sind. Ja, im Aktionsradius Studio am Gaußplatz begrüße ich Hannes Hofbauer, Autor und Historiker. Er wird heute der Moderator des Abends sein und dieses Gespräch mit Willy Wimmer führen. Hallo Hannes, auch an dich herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, Thema des Abends ist unser Thema ist Geopolitik und auch die Hintergründe von Kriegen. Wir haben allgemein jetzt im Mai das Thema Schattenthemen gewählt, gesellschaftspolitische Schattenthemen, und der Krieg ist ja der größte Schatten sozusagen, den eine Gesellschaft auch wirft. Und nach Spannungen über viele Zeit gibt es seit Februar wirklich auch eine ganz akute Kriegssituation in Europa, nicht weit, einige hundert Kilometer von Wien entfernt. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, die Menschen in der Ukraine unter Beschuss. Die europäische Friedensordnung ist gestört. Überall wird aufgerüstet, es werden Waffen geliefert und es wird sogar schon vom Dritten Weltkrieg gewarnt oder vor nuklearen Katastrophen. Wir möchten heute Abend gemeinsam mit Willy Wimmer die aktuelle Situation beleuchten und einschätzen und auch auf die Vorgeschichte dieses Kriegs schauen. Auch auf die Auslöser dieses Krieges, hätte es Möglichkeiten gegeben, auch Friedenschancen oder auch konkrete Szenarien, die vielleicht für heute denkbar sind, Alternativen zu Waffenlieferungen und Aufrüstung. Wie wir wissen, Kriege entstehen nicht über Nacht. Es gibt eine meist schon längere Vorentwicklung bis zum Ausbruch eines Krieges. Und es kommt daher natürlich auch immer darauf an, ab welchem Punkt man die Geschichte beginnen lässt und in die Vorgeschichte zurückblickt. Wir haben Willy Wimmer eingeladen, weil er in dieser Betrachtung sehr viel Erfahrung hat. Willy Wimmer war 1985 bis 1992 verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also er war Mitglied der Regierung Kohl. Und in dieser Funktion, in seiner aktiven Zeit, war er auch an NATO-Übungen beteiligt, an strategischen Manövern und hat auch Einblicke gewonnen, ganz konkrete Einblicke in die Hintergründe und Entstehungsgeschichte von Kriegen oder auch geopolitische Interessen. Und seit damals beleuchtet er auch weltweit solche Konflikte, immer aus diesem Aspekt, welche Interessen werden hier auch vertreten und wie entstehen eben diese kriegerischen Handlungen. Auch Hannes Hofbauer hat sich als Historiker und auch als Autor in seinen Büchern mit diesen Fragen beschäftigt. Intensiv mit Russland in seinem Buch Feindbild Russland und auch sehr genau mit dem Balkankrieg auseinandergesetzt und generell mit dem Kampf um reale wirtschaftliche und geopolitische Macht. Ja, und das sind sozusagen die Eckpfeiler des heutigen Abends und ich übergebe jetzt das Wort an Hannes Hofbauer. Eine kurze Information davor noch. Sie zu Hause an Ihren Geräten, Sie haben auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder einen kurzen Kommentar beizutragen. Das geht über die Chat-Funktion dieses Livestreams. Wir werden diese Chat-Fragen sammeln und gegen Ende des Gesprächs, nach ungefähr einer Stunde, werde ich es dem Hannes Hofbauer dann aufs Podium bringen. Das Gespräch wird aufgezeichnet und wird ab Donnerstag auch in unserem Medienarchiv abrufbar sein, dauerhaft abrufbar sein. Sie können den Link dann auch, also auch verschicken. Sie finden das Medienarchiv auf unserer Website www.aktionsradius.at.
Und ein kurzer Hinweis noch auf die nächste Veranstaltung. Am kommenden Dienstag setzen wir die Reihe fort mit dem Thema der Radikalisierung der Sprache und der Medien in dieser Zeit, in der wir leben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Hannes Hofbauer und wünsche Ihnen zu Hause einen informativen Abend. Ja, danke, Uschi Schreiber, für die einleitenden Worte. Ja, ich habe die Ehre und die Freude, wobei beim Begriff Freude fällt mir ein, dass der bei dem Thema vielleicht nicht angebracht wäre, diese Moderation des heutigen Abends durchzuführen. Generalthema Geopolitik, wie entstehen Kriege? Spezialthema natürlich der Krieg, der uns alle beschäftigt, der Krieg in der Ukraine. Mit Willi Wimmer brauche ich ihn eigentlich nicht vorzustellen, weder im Aktionsradius ist er unbekannt, noch an vielen anderen Stellen. Aber ich finde es ein Gebot der Höflichkeit, doch ein paar Worte zu seinem Werdegang zu sagen. Er ist 1943 in Mönchengladbach geboren, hat Jus studiert, war 33 Jahre im Bundestag, Mitglied des Bundestags, des Deutschen Bundestags, also in höchsten politischen Ämtern. Uschi Schreiber hat schon eines davon genannt. Zur Wendezeit, also Anfang der 90er Jahre, im verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU. Er selbst ist CDU-Mitglied seit jungen Jahren, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe. Er war parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Und auch seine Publikationsliste ist beträchtlich. Ein Buch, was für den heutigen Abend auch von Interesse ist, heißt Die Akte Moskau. Dann hat er über Halford Mackinder geschrieben, die Frage, ob wir dazu heute kommen. Und zuletzt ein Buch zusammen mit Wolfgang Effenberg, Wiederkehr der Hasardeure, wo es im Untertitel über Schattenstrategen und Kriegstreiber geht. Also 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, es herrscht Krieg in Europa. Manche von uns finden den Krieg, der um die Ukraine geführt wird, dass der schon ein paar Jahre unterwegs ist und ein paar Jahre besteht. Andere haben ihn erst mit dem 24. Februar dieses Jahres erkannt als solchen. Wie auch immer, im Ankündigungstext des Aktionsradios ist auch davon die Rede, dass Kriegsausbrüche oft nach ähnlichen Mustern erfolgen. Und um zu erklären, was vor sich geht, ist es natürlich wichtig, die Hintergründe so eines Krieges sich genauer anzusehen. Oder historisch gesagt, wann lässt der Betrachter eine Geschichte, in unserem Fall eine Kriegsgeschichte, beginnen? Vielleicht, Herr Wimmer, werfen Sie einen ersten Blick auf die Hintergründe, auf die Entwicklung dieser Auseinandersetzung, die heute täglich Menschenleben fordert und uns alle eigentlich unverständlich fasst oder auf jeden Fall Angst und mit Angst und Schrecken zurücklässt. Herr Dr. Hofbauer, Sie haben ja selber über die Balkankriege geschrieben und publiziert. Und wenn man zurückgehen will, dann muss man aus meiner Sicht in jedem Fall diesen Zeitraum nehmen, wo über die Umsturzorganisation OTPOR auch die farbigen Revolutionen in anderen Teilen der Welt geplant worden sind. Und der Ausgangspunkt war ja damals dafür Belgrad. Davon war auch die Ukraine betroffen. Und das hat ja auch meine Arbeit im Wesentlichen mitbestimmt in den 2000er Jahren, als über Wahlanfechtungen und ähnliche Dinge in der Ukraine Fakten geschaffen worden sind, die in Zusammenhang mit der späteren Entwicklung wesentlich waren. Aber wenn man zurückgeht, muss man in die Zeit des Versailler Vertrages gehen. Das hat der russische Präsident Putin in diesem Kontext ja auch meisterlich gemacht. Aber man muss auch ins letzte Jahr gehen. Und das ist dann der Zeitraum, in dem sich diese Dinge abspielen. Denn im letzten Jahr ist etwas vor fast genau einem Jahr etwas Merkwürdiges passiert. Wir waren eigentlich im Nachgang zur Präsidentschaft von Donald Trump darauf ausgerichtet, es zu einem Konflikt mit China kommen zu lassen oder zu sehen. Taiwan war im Mittelpunkt, genauso wie die Probleme der Uiguren. Und dann ging in einem Fernsehinterview der neue amerikanische Präsident Joe Biden hin und nannte den russischen Präsidenten Putin einen Killer. Und das war für mich der Startschuss dafür, dass es jetzt den Russen an den Kragen geht. Ich sage das jetzt mal umgangssprachlich, um deutlich zu machen, mit was wir es zu tun haben. Und in dem Kontext auch eine zweite Überlegung.
Zeitgleich zu dieser Killeräußerung hat der ukrainische Präsident Selenskyj eine Direktive rausgegeben, die zum Inhalt hatte, den Donbass und die Krim zurückzuerobern für die Ukraine. Und wenn man beides in Zusammenhang mit der engen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sieht, was in diesem Kontext mit der Ukraine damals als Startschuss gegeben worden ist, kommt man nicht dran vorbei zu sagen, das war der Startschuss für die Entwicklung, mit der wir es heute zu tun haben. Jedenfalls aus meiner Sicht. Und ich gehe auch nicht auf den 24. Februar in diesem Kontext, sondern auf, wie die OSZE das festgestellt hat, auf den 16. Februar, als die ukrainischen Truppen, die an der Grenze massiv aufgestockt worden waren, mit einer großen Artilleriekampagne gegen den Donbass vorgingen. Das muss man in diesem Kontext alles sehen. Und die Entwicklung seither kennen wir in Maßen. Ich will ausdrücklich sagen, dass Ihr Namensvetter, Generalmajor Hochbauer vom österreichischen Bundesheer und hohe Offiziere des österreichischen Bundesheeres in auch den deutschen Fernsehkanälen, aber auch bei ZIP2 meisterlich Aufschluss gegeben haben über die Entwicklung an Ort und Stelle. Und es ist eigentlich schade, dass man sie nicht mehr hören kann. Sie werden jedenfalls nicht mehr zugeschaltet, um die Dinge erläutern zu können. Und solange das so ist, dass wir nur aus der Erinnerung, die wir haben, feststellen können, mit was wir es zu tun haben, und eine aktuelle Berichterstattung nur noch parteiisch genannt werden muss, haben wir natürlich ein Defizit in der Wahrnehmung. Ja, Sie haben jetzt interessante Schlaglichter auf die Entwicklung dieses Konfliktes geworfen. Man könnte sie erweitern um das Assoziierungsabkommen, das die Europäische Union mit Ukraine in Georgien schließen wollte, was 2013 gescheitert ist, was dann zu dieser Maidan-Revolution oder dem Umsturz geführt hat. Das sind alles Erzählungen, die bekannt sind. Trotzdem ist es doch verwunderlich, oder wie erklären Sie sich das, dass die Medien in unseren Breiten, und das ist ja nicht nur die deutsche, sondern auch die französische, italienische, britische und amerikanische Landschaft, Medienlandschaft von der Politik auch unterstützt, so tut, als ob am 24. Februar ein völlig irrsinniger Krieg von Putin lanciert worden wäre, der nur zum Ziel hat, eine Machtdemonstration zu machen und sich die Ukraine einzuverleiben? Also ich glaube, dass die Medienwahrnehmung jedenfalls für meinen Geschmack auseinanderläuft zwischen den Dingen, die wir hier im nationalen Rundfunk und Fernsehen sehen und in den internationalen Nachrichtenkanälen. Ich muss sagen, dass die Berichterstattung bei Al Jazeera und France 24 sehr ausgewogen ist. Wenn ich BBC mir ansehe, das ist natürlich eine exzellente Berichterstattung, aber da sieht man die Interessenlage durchschimmern. Und das muss man natürlich auch für CNN sagen. Aber wenn man diese vier Sender sich ansieht, hat man ein ganz anderes Diskussionsbild, als wir national vermittelt bekommen. Und das ist natürlich schade, denn unsere Mitbürger haben ja eigentlich ein Anrecht darauf, genauso unterrichtet zu werden, wie das in den vier vorgenannten Sendeanstalten aus meiner Sicht in zum Teil hervorragender Weise der Fall ist. Man bekommt da mit, was in der Ukraine los ist. Man kennt die Umstände. Und ich habe auf Al Jazeera sehr frühzeitig von dem, wie er sich selbst nannte, Vater der Sanktionen, Überlegungen gehört, die die ganze Erklärung darauf zurückgeschoben haben, dass man gesagt hat, das, was wir jetzt in der Ukraine und mit Russland erleben, das hat es vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Strangulationspolitik der Vereinigten Staaten gegen das kaiserliche Japan schon mal gegeben, dass einem Land im Kern nichts anderes übrig blieb, als zu den Waffen zu greifen. Und das sind natürlich Dinge, wo wir drüber sprechen können, aber unsere Mitbürger keine Ahnung haben, weil es in unseren Fernsehsendungen überhaupt keine Rolle spielt. Dann muss ich Al Jazeera gucken oder ich muss auf CNN gehen, um auf dem wirklich letzten Stand der Dinge zu sein. Und das finde ich schade. Und deswegen habe ich eben den Generalmajor Hofbauer genannt, weil das ein leuchtendes Beispiel dafür ist, dass man Leute, uns Bürger, unterrichten kann. Das ist vom österreichischen Bundesheer aus
geschehen und ich kann nur hoffen, dass das weitergeführt wird. Noch eine Nachfrage zu den Medien. Es ist ja auch frappierend, mit welcher Nonchalance und Schnelligkeit die russischen Medien, also die in deutscher Sprache, englischer, französischer und arabischer Sprache senden in Europa, abgeschaltet worden sind. Also da war ja sozusagen ein plötzliches Mundtotmachen jeder russischen Stimme. Also wenn ich das für meinen Teil sage, ich bin ja in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden. Und das waren natürlich auch die Diskussionen in der Schule, im Elternhaus, mit Freunden, wie das alles damals abgelaufen ist. Und es ist ja auch eine Zeit gewesen, wo wir Vorwürfe gemacht haben, und zwar Vorwürfe der älteren Generation gegenüber, nach dem Motto, wie konntet ihr zulassen, dass das alles so passiert ist? Wenn ich das heute bedenke, was wir erleben, und mich dann frage, ob ich meinen Eltern oder Großeltern zu Recht Vorwürfe gemacht habe, dann muss ich heute sagen, ist ja noch viel schlimmer gekommen. Das sind ja Methoden, mit denen wir es heute zu tun haben, ein Zensurgehabe, das ist ja schrecklich. Und wir werden ja nach Strich und Faden mundtot gemacht. So muss es zwischen 37 und 39 auch gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht denken. Und vor dem Hintergrund des hervorragenden Geschichtsunterrichts, den wir in den Schulen, auch in meiner Schule hatten, kann ich nur sagen, es ist so, wie ich es nie hätte haben wollen in unserem Land. Unser Land ist, was demokratische Strukturen anbetrifft, und das gilt für die gesamte Europäische Union, ist politisch verkommen. Verkommener kann man gar nicht sein. Und das äußert sich, wie man Leute kujoniert. Jede unangenehme Stimme wird sofort in die Nazi-Ecke gestellt, damit man eine niederprügeln kann. Und im Zusammenhang mit der Presse kann ich nur sagen, ja sicher, wenn man sieht, wie über russische Medien hergefallen wurde und wie sie kujoniert worden sind, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass man ein freies Wort nicht mehr haben will. Und das haben wir ja auch im Zusammenhang mit der Corona-Entwicklung gesehen. Jeder, der Fragen gestellt hat, die sowieso ein Jahr später sich bewahrheitet haben, ist ja fertig gemacht worden. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Eine der Ursachen, so wie ich das sehe, aber da würde mich interessieren, ob Sie dem folgen können, warum das jetzt so eskaliert ist, also 2022, mag auch darin liegen, dass sowohl im transatlantischen Raum, in den zwei wichtigsten Ländern, in den USA und in Deutschland, ein Personalwechsel an der Spitze stattgefunden hat. Also statt Trump kam Biden und statt Merkel kam Baerbock, wenn man es ganz hart sagen will. Also beides eigentlich Positionswechsel, wo Menschen an die Macht gekommen sind, die schon vorher sehr stark antirussisch politisch agiert haben. Ich habe im Zusammenhang mit der Bundestagswahl öffentlich darauf aufmerksam gemacht, die war ja im vergangenen September, dass die gefährlichste Zeit für Deutschland im Zusammenhang mit den transatlantischen Erpressungen, die immer laufen, die gefährlichste Zeit für Deutschland ist immer die Wahlzeit und die Zeit einer Regierungsbildung. Das kann man für die letzten Jahrzehnte nachvollziehen. Alle Zumutungen, die an Deutschland gerichtet werden, werden im Zusammenhang mit Bundestagswahlen und Regierungsbildungen umgesetzt. Und wir haben ja auf die Frage, warum ist es zur heutigen Entwicklung gekommen? Wir haben ja eine klare Antwort bekommen. Trump wollte die Probleme, die es mit der Russischen Föderation aus amerikanischer Sicht gibt, und warum soll es sie nicht geben, er wollte sie in jedem Fall im Dialog lösen. Das war der ganze Anspruch, den er hatte. Vom ersten Tag an ist der amerikanische Präsident mit dem Namen Trump ja niedergemacht worden, weil er das wollte. Und wir haben gesehen und wir sehen heute, wer die Kräfte sind, die ihn niedergemacht haben, die jetzt in den Krieg gegangen sind. Ich habe in den zurückliegenden Jahren immer wieder gesagt, öffentlich, und bin dafür auch hinlänglich belächelt worden, mir ist der Trump lieb, weil wir bei dem keinen Krieg bekommen. Ja, jetzt haben wir den Trump nicht mehr und wir haben sofort den nächsten Krieg bekommen. Die Demokraten sind die geborenen Kriegstreiber in den Vereinigten Staaten. Das muss man so nüchtern sehen, wie es ist. Und damit müssen wir jetzt leben, und dafür sterben in der Ukraine die Menschen, die Soldaten, die Bürger, die Zivilisten, die Kinder, die alten Leute. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben.
Ja, ich würde mich jetzt gerne in einer zweiten Diskussionswelle, wenn man so will, mit den Interessenslagen beschäftigen. Und zwar, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, welche sind die russischen Interessen, welche sind die ukrainischen oder die Interessen auch des transatlantischen Raumes und gibt es da Widersprüche dazwischen? Vielleicht beginnen wir mit den russischen Interessen. Es ist ja doch immerhin die Russische Föderation am 24.02., wie immer man sozusagen die Vorgeschichte interpretieren will, in ein anderes Land eingefallen. Zuvor hat es Bürgerkrieg gegeben, schon 10 Jahre oder 8 Jahre lang, aber dieses war doch nicht zu erwarten, oder es war zu erwarten, aber über das will ich jetzt gar nicht spekulieren. Wie erklären Sie sich, warum die Russische Föderation, warum der Kreml diesen Einmarschbefehl gegeben hat? Ich will jetzt mal nicht auf die Russen als Erste kommen, sondern auf den französischen Präsidenten, nachdem er den Besuch bei dem russischen Präsidenten Putin hatte. Da ist Macron, das ist ein lichter Augenblick im Zusammenhang mit westeuropäischen Regierungschefs und Präsidenten gewesen. Da ist Macron hingegangen und hat gesagt, nach seinen Gesprächen mit Putin, Russland aus seiner Sicht habe berechtigte Fragen, auf die es eine Antwort geben müsse. Und diese Antwort habe Russland verdient. Wir müssen aber im Zusammenhang mit dem ganzen letzten Jahr sagen, ohne jetzt jeden einzelnen Vorfall aufwerfen zu wollen, man hat dieses Gespräch Russland verweigert, kontinuierlich verweigert. Die NATO hat sich in einer Art und Weise dämlich-kindisch verhalten, dass man eigentlich nur einen Schrecken bekommen kann, wie man miteinander umgeht. Und da die Antworten nicht gegeben worden sind, geht auch jetzt die kriegerische Auseinandersetzung und das, was noch auf uns zukommt, aus meiner Sicht in die Richtung, dass man auch nach Ende der Feindseligkeiten eine Situation haben will, wo man die berechtigten Fragen, die Russland hat, erst gar nicht mehr artikuliert sehen will. Man will eine Situation haben, dass man darüber hinweggehen kann. Und Nancy Pelosi hat es ja gestern schon, wie andere übrigens ja auch gesagt, es geht bis zum Sieg. Das heißt, was ist der Sieg? Da kommen wir in die russischen, amerikanischen Interessengegensätze. Die amerikanisch-ukrainische Seite will die Rückgewinnung des Donbass, habe ich eben schon darauf aufmerksam gemacht, und will die Krim wieder zurückhaben. Und bei der Krim ist es den Amerikanern und den Ukrainern am liebsten, wenn Leopard 2 mit dem Balkenkreuz auf die Krim rollen. Dann haben wir für die nächsten 500 Jahre keine vernünftige Beziehung mehr zur Russischen Föderation, jedenfalls als Deutschland nicht. Und daraufhin wird kontinuierlich zugearbeitet. Und wenn man die Frage dann sich entwickeln sieht, was sind amerikanische und was sind russische Interessen? Putin hat es vor Ausbruch des Krieges deutlich gesagt. Russland will in sicheren Grenzen leben und will Nachbar unter Nachbar sein. Das ist ausdrücklich so erklärt worden, kann man alles nachlesen. Die Amerikaner haben auf der Konferenz von Bratislava im April 2000 gesagt, sie wollen Russland aus Europa rausschmeißen. Sie wollen einen Gürtel ziehen zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Westlich davon ist alles amerikanisch, inklusive der Rechtsordnung. Das sehen wir ja auch derzeit. Es wird ja schon durch die CSU die Wirtschafts-NATO gefordert. Und östlich von diesem Gürtel, der durch Europa gezogen wird, kann es die Russische Föderation geben. Es kann auch andere Staaten geben. Und wir wissen von einer ehemaligen amerikanischen Außenministerin, dass sie in dem Kontext vernommen worden ist, die Russen haben die Bodenschätze. Warum haben die Russen die und nicht wir? Und ich will das, den Interessengegensatz, den Sie angesprochen haben, in ein Bild packen. Nord Stream 2, die Pipeline für Erdgas. Worum geht's? Entweder geht da demnächst russisches Gas durch oder es geht amerikanisch kontrolliert ehemals russisches Gas da durch. Das ist doch die Situation, mit der wir uns in Europa beschäftigen müssen. Alles andere macht doch keinen Sinn. Dann sieht man, worauf das sich zuentwickelt. Doch, zurück zu den russischen Anliegen. Macron hat sie berechtigt genannt. Scholz war auch bei Putin wenige Tage, bevor sozusagen die Sache zum internationalen Krieg eskaliert ist. Und er hat damals gesprochen, Scholz oder Putin versprochen, Minsk II ernst zu nehmen und bei der Ukraine entsprechend vorzusprechen. Das war natürlich
ungefähr genau 7 Jahre zu spät, weil Minsk II 2015 bereits eine Föderalisierung der Ukraine vorgesehen hatte und immer noch im Rahmen einer ukrainischen Staatlichkeit die Donbass-Gebiete, die sich ja selbstständig erklärt hatten, als sezessionistische sogenannte Volksrepubliken, zu integrieren. Mitte Tage bevor Russland in der Ukraine eingefallen ist, hat Russland oder vielleicht auch nur Stunden diese zwei Volksrepubliken anerkannt. Auch im Waffenstillstandsgebiet, wie es in Minsk II vereinbart war, sondern in der im Oblastgebiet, wie es in der ukrainischen Administration vorgesehen war. Wie erklären Sie das, dass sozusagen der Bundeskanzler Scholz 7 Jahre nach einem Vertrag, den ja Deutschland mit unterschrieben hat, seine Vorgängerin, plötzlich draufkommt, der wäre wichtig? Also das ist natürlich eine Erklärung der Ohnmacht, würde ich meinen. Aber auf der anderen Seite, dass auch Putin gemeint hat, er kann jetzt mit der Anerkennung der Staatlichkeiten von zwei bis dato nicht anerkannten sezessionistischen Gebieten in Vormarsch kommen. Wir haben das ja im Zusammenhang mit der Kosovo-Entwicklung, über die Sie ja auch publiziert haben, haben wir das ja gesehen. Wir müssen, wenn wir uns über den 24. Februar Gedanken machen, wir müssen zurückgehen auf den Kosovo. Und die Amerikaner haben in Bratislava ganz deutlich gesagt, Führungsspitze des State Department, jeder kann, das ist ein völkerrechtswidriges Vorgehen, aber nachdem die Amerikaner das im Kosovo gemacht haben, auch mit dem Right to Protect, dem Recht, andere Minderheiten oder was auch immer und wen auch immer zu schützen, hat es einen Präzedenzfall gegeben, auf den sich jeder, auch die Russische Föderation, berufen kann. Es war für die amerikanische Seite überhaupt keine Frage, dass das so kommen wird. Und deswegen muss natürlich in einer vielleicht späteren Betrachtung alles einbezogen werden, was nach dem internationalen Recht in diesem Kontext auch einbezogen gehört. Und wenn Sie auf Scholz verweisen, dann kann ich doch nur sagen, die Interessen gingen jedenfalls bis zu diesem Krieg zwischen Washington und Berlin, Paris, diametral auseinander. Das hat ja die NATO-Konferenz, der NATO-Gipfel in Bukarest 2008 gezeigt. Die Amerikaner wollten die Ukraine in die NATO aufnehmen und aus den Gründen, die jetzt zum Krieg geführt haben, wollte Berlin und Paris das nicht tun. Die ganzen Jahre zwischendurch sind doch davon gestaltet gewesen, dass die Amerikaner zusammen mit der ukrainischen Führung alles hintertrieben haben, was Berlin und Paris mit der Ukraine und mit Moskau vereinbart hatte. Das heißt, wir sind auf Eis gelaufen in dem Bemühen, den europäischen Frieden zu halten und die europäische Friedensordnung zu stabilisieren, weil die Amerikaner andere Interessen haben. Und diese anderen Interessen der Amerikaner sehen wir ja auch im Zusammenhang mit den nationalistischen Kräften in der Ukraine, die das Azov-Regiment gestalten. Das ist doch die Mine der Ukraine am russischen Bein im Donbass. Und deswegen kann ich schon nur sagen, da muss sich doch niemand wundern, wenn die Entwicklungen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Aber das macht doch deutlich, dass die Vereinigten Staaten im Zusammenhang auch mit Rammstein deutlich machen, dass die Dinge, wo Berlin und Paris eigenständig operieren konnten, vorbei sind. Wir sind jetzt in einer Gefolgschaftstreue, wie wir sie schon mal gehabt haben. Ja, Sie haben jetzt sehr konzise dargestellt die Interessen der USA und auch die russischen. Die deutschen Interessen folgen letztlich dem amerikanischen Narrativ immer mehr, also meiner Meinung nach sehr stark verbunden mit diesem Regierungswechsel in Deutschland von Merkel zu dieser rot-blau-gelb-grünen Koalition. Wie würden Sie einschätzen, gibt es sowas wie ukrainische Interessen, originäre, oder ist das dort einfach nur eine sozusagen folgen die nur dem Wahnsinn, der eigentlich durch einen Krieg verursacht wird? Die Ukraine, warum soll ich bestreiten, also ich jedenfalls nicht, warum soll ich bestreiten, dass es ukrainische Interessen gibt? Ich könnte die sogar gut definieren.
Ich habe in der Bonner Zeit beste Beziehungen zum damaligen ukrainischen Botschafter in Bonn gehabt, der sich jedenfalls nicht so aufgeführt hat, wie das, was sich jetzt in Berlin ukrainischer Botschafter nennt. Also vor diesem Hintergrund habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Nur, ich muss doch sehen, dass in dem, was seit 20, 30 Jahren zwischen Russland und den Vereinigten Staaten läuft, die Ukraine sich zum Büttel amerikanischer Interessen aus meiner Sicht gemacht hat. Alles das, was in der Ukraine lief, wurde dem untergeordnet, was die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im amerikanischen Interesse gegen Russland anbetrifft. Es hat doch gar keinen Sinn, sich da was vorzumachen. Vielleicht nochmal zurück zu der medialen Rezeption. Da ist mir aufgefallen, dass in Windeseile sozusagen eine Pathologisierung Putins stattgefunden hat und gleichzeitig eine Heroisierung Selenskis. Und das sozusagen in Medien, die sich bis vor kurzem noch irgendwie seriös genannt haben und auch in der Politik. Warum kann das so schnell gehen, so unseriös zu werden? Weil das seit dem Vorgehen gegen das kaiserliche Deutschland 1914 und gegen das kaiserliche österreichisch-ungarische Imperium die Methode der Angelsachsen gewesen ist, zum Krieg zu blasen. Wir müssen doch nur in der angelsächsischen Propaganda zurückgehen in diese Zeit, wo wir als Erste vor die Flinte gekommen sind. Das muss man sich doch an einem Beispiel, muss man sich das doch auf der Zunge zergehen lassen. Wir durften in Zusammenhang mit einer internationalen Gruppierung den Boxeraufstand niederschlagen und der Kaiser hat eine Rede gehalten aus diesem Anlass, als deutsche Truppen nach Ostasien verschifft worden sind. Im Ersten Weltkrieg ist uns das als Hunnenrede um die Nase und um die Ohren geschlagen worden. Und wir wissen auch seitdem, wie so etwas propagandamäßig läuft. Und wir brauchen uns ja nur die großen Medienhäuser bei uns anzusehen. Dann wissen wir doch, das sind die transatlantischen Netzwerke, die hier alles gestalten. Und wenn Sie, ich will die Zeitungen im Einzelnen ja gar nicht nennen, wenn Sie die morgens schon aufschlagen, da trieft doch nur Hass und Hetze gegen andere, ein anderes Volk aus diesen Blättern heraus. Und das wird auch noch bei uns hingenommen. Das ist eine entsetzliche Fortsetzung dessen, was 1914 gegen die Mittelmächte losgetreten worden ist. Konrad Paul Listmann hat vor ein, zwei Tagen in einer Debatte nicht scharf, aber doch ein wenig kritisiert eine moralische Komponente in der deutschen Politik. Ich sehe die sehr stark eigentlich, diese Komponente in der Außenpolitik. Und sie ist offensichtlich verheerend. Würden Sie auch sagen, dass sozusagen Vernunft durch Moral ersetzt worden ist in den letzten paar Wochen und Monaten? Also es ist ja immer für jemand wie auch für mich, wo ich lange Jahre im parlamentarischen politischen Leben tätig war, ist ja immer wichtig, was ist in Erinnerung geblieben, mit wem hat man gesprochen und was ist einem in diesem Kontext haften geblieben, was ist im Hinterkopf geblieben. Und ich will in diesem Zusammenhang auf einen Punkt aufmerksam machen, der mich bis heute beschäftigt. Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, völkerrechtswidrig, ordinärer Angriffskrieg, wir haben ja eben im Zusammenhang mit diesen Dingen über derartiges heute auch gesprochen. Und da waren führende Beamte in Bonn der Auffassung, wir müssen da mitmachen, damit die Bundeswehr aus dem Schatten der Wehrmacht rauskommt, damit wir mal wieder irgendeinen Krieg gewinnen können. Und wenn ich an diese damaligen Diskussionen mich erinnere, das waren nicht Vier-Augen-Gespräche, da ist drüber gesprochen worden, dann ist vieles von dem, was wir heute erleben, ist signifikant für die Berliner Entwicklung. Und man muss ja in Zusammenhang mit der letzten Bundestagswahl eigentlich das nochmal rekapitulieren. Wenn Frau Baerbock nicht gravierende PR-Fehler gemacht hätten, wären wir doch in einer grünen, mit einer grünen Kanzlerin aus dieser Bundestagswahl rausgekommen. Und wenn man sich den Hintergrund der Grünen doch mal ansieht, das ist die Vorbereitung auf den Krieg. Wenn Sie heute grün sehen, wählen Sie den Krieg.
Und das wäre im Zusammenhang mit Frau Baerbock nicht anders gekommen. Das ist bei Scholz ja noch mit Hindernissen versehen. Aber unbedingt der Wille zum Krieg spricht grün. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Ich glaube, damit hat sogar die Grüne Partei noch 2021 plakatiert in Deutschland. Im November. Jetzt sind sie die führenden Antreiber dieser Waffenlieferungen. Was wird da kompensiert? Kann man das psychologisch betrachten oder muss man das hart nach Interessenslage analysieren? Also ob dabei Psychologie eine Rolle spielt, kann ich nicht übersehen. Aber die Grünen sind die klassische NGO-Partei. Und wenn Sie sich die Nichtregierungsorganisationen Amerika gesteuert ansehen, dann wissen Sie, wo sowas landet. Da braucht man nur die Presse nachzulesen, zu einem Zeitpunkt, als sie über sowas noch geschrieben hat. Dann bekommt man die Erklärungen dafür, was die Ablösung der parlamentarischen Demokratie durch Nichtregierungsorganisationen und ihren Einfluss, was das bedeutet. Und die Grünen sind Ausdruck dieser neuen, modernen, von Amerika gesteuerten Entwicklung. Können Sie da irgendwo eine Zäsur feststellen? Also von Petra Kelly, Gerd Bastian, die Inkarnation von Friedensaktivistinnen waren, zu dem, was heute passiert? Wir haben mit dem Wechsel von Bonn nach Berlin aus meiner Sicht die parlamentarische Demokratie, wie die Bonner Republik sie kannte, verlassen und sind zu interessengesteuerten Nichtregierungsorganisationspolitikformen in Berlin verkommen. Mehr ist das nicht. Verkommen. Sie werden in Berlin von jedem eingeseift nach Strich und Faden, wenn sie sich da politisch betätigen. Sie werden in die Netzwerke einbezogen, ob sie sich wehren können oder nicht. Und dann wird da Politik gemacht. Und wenn Sie sich die Geschäftsordnung der Bundesregierung ansehen, dann sind die Nichtregierungsorganisationen a priori in die Geschäftsordnung eingebunden. Die müssen, bevor es ans Parlament geht, müssen die alle gehört werden. Deren Einfluss ist gravierender als der Einfluss eines jeden Parlamentariers. Das ist die Wirklichkeit in Deutschland. Ja, ich möchte jetzt zur Überschrift eigentlich dieses heutigen Abends zurückkommen, so wie er im Aktionsradius Wien dargestellt worden ist. Geopolitik steht da über unserem heutigen Abend. Und diese Katastrophe vor dem Hintergrund findet ja eines Hegemoniewechsels statt. Ein im Abstieg begriffenes amerikanisches Jahrhundert und eine aufstrebende asiatisch-chinesische Macht, wirtschaftlich, militärisch, kulturell. Was spielt das für eine Rolle in diesem Konflikt? Eine Riesenrolle. Das sieht man ja schon, wenn man sich die Welt ansieht vor dem Hintergrund, welche Freunde oder welche Sympathisanten haben die Russen. Da muss man ja in erster Linie an China, an Indien, an Brasilien, an Südafrika, an Iran und andere denken. Also das, was man über viele Jahre mit dem Begriff BRICS belegt hat. Und die mögen sich für die Russen nicht schlagen wollen, weiß ich ja nicht. Aber die wissen eins ganz genau, wenn die Amerikaner mit den Russen fertig sind, sind sie dran. Das wissen die Chinesen ganz genau. Und wir haben es ja im Zusammenhang mit den letzten Jahren gesehen. Ich habe ja eben darauf aufmerksam gemacht. Wir konnten doch davon ausgehen, dass wegen der Uiguren und wegen Taiwan der Konflikt mit China anstehen würde. Der ist jetzt auf einmal wie aufgelöst. Gibt es gar nicht mehr. Aber die wissen doch ganz genau, dass die Äußerungen von Lavrov zum Wochenende, ich glaube, das war am Wochenende, wo er das gesagt hat, zutreffend sind. Entweder gibt es eine Weltordnung, wo sich alle nach der Charta der Vereinten Nationen richten und die Staaten eigenständig bleiben können, oder es gibt eine, wo ein Polizist bestimmt, wo es lang geht. Das ist die amerikanische Vorstellung. Und wenn wir uns über den Ukraine-Konflikt Gedanken machen, warum es dazu gekommen ist, dann geht ein Termin Anfang Oktober nicht an uns vorbei, als nämlich die Schöpferin des Maidan-Putsches in Kiew 2014
die amerikanische Staatssekretärin Frau Nuland, ich glaube am 10. Oktober in Moskau war und den Russen das ultimative Angebot, nach dem, was man hört, unterbreitet hat. Das ultimative Angebot war, ihr schwenkt auf unsere Linie ein, folgt den Washingtoner Vorgaben und wir investieren in Russland. Dieses Angebot, das den Verlust der russischen Eigenständigkeit zur Folge gehabt haben würde, haben die Russen jedenfalls nicht angenommen. Und die große Frage ist jetzt die, ob die Vereinigten Staaten über ein mögliches Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine und den dann sich weiter ergebenden Problemen, die wir haben, denn die Sanktionen sind damit ja nicht zum Ende gebracht, ob die Amerikaner das, was sie über den Krieg nicht bekommen konnten oder bekommen können oder bekommen werden, anschließend über die folgenden Dinge den Russen gegenüber durchsetzen können. Es geht um nicht mehr und nicht weniger, und Putin hat das aus meiner Sicht zu Recht gesagt, also es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, ob Russland als eigenständiges Land überleben kann, ja oder nein. Und man muss sich die Frage stellen, was von den Vereinigten Staaten übrig bleibt, wenn denen das nicht gelingt, was sie derzeit in Europa versuchen, mit allen Mitteln durchzusetzen. Was bleibt dann von Amerika? Was bleibt dann von uns? Wir müssen diese Fragen stellen, um nicht unvorbereitet ins Elend zu gehen. Und was das Elend anbetrifft und die Frage, mit der wir es zu tun haben, wir stehen doch vor dem Tor zur Hölle. Wir stehen in Europa vor dem Tor zur Hölle. Und gerade bei Ihnen in Wien weiß man, was es bedeutet, vor dem Tor der Kapuzinergruft zu stehen. Wenn man da anklopft und wird reingelassen, dann heißt es nur noch Game Over. Spiel es aus, das war's dann. Und so geht es uns doch genauso. Das Gute an diesem Vergleich ist, dass das nur die Habsburg-Familie betrifft in der Kapuzinergruft. Also ich kann dort anklopfen, solange ich will. Mich lassen Sie nie in diese Hölle hinein. Aber diese Möglichkeit, die Sie persönlich haben, haben die europäischen Völker im Zusammenhang mit diesem Konflikt nicht. Und das Sinnbild steht in Wien. Ich habe das sehr interessant gefunden, was Sie über die Viktoria Nuland in Moskau im Oktober gesagt haben. Das ist wahrscheinlich eine Information, die sonst noch nirgendwo so vorgekommen ist. Nochmal zurück zu dieser Frage sozusagen der geopolitischen Auseinandersetzung. Sie haben es ja, wenn ich das richtig verstanden, so interpretiert, also dass die Ukraine einen Stellvertreterkrieg für die transatlantische Allianz führt, das glaube ich ist relativ offensichtlich und das würden viele so sehen. Aber würden Sie auch meinen, und nach dem, was Sie gesagt haben, interpretiere ich das ein bisschen in die Richtung, dass Russland sozusagen der Stellvertreter Chinas ist, zumindest indirekt über die Sanktionen der Europäischen Union und der USA, weil letztlich sich in Russland alles Richtung China entwickelt. Dort zum Beispiel zahlt man nicht mehr mit Visa und Mastercard, sondern mit UnionPay, dem chinesischen Pendant, und viele andere Sachen. Ja? Also könnte man von einem Stellvertreterkrieg sprechen, wo beide Seiten eigentlich nur Stellvertreter größerer Interessen sind? Ich folge dieser Überlegung gerne. Das mag man ja interpretieren, wie man will. Aber das Problem haben wir jetzt in diesen Tagen ja gesehen, beim Besuch des indischen Premierministers in Berlin. Da wird ja schon die deutsche Indienpolitik davon abhängig gemacht, wie Indien sich gegenüber der Russischen Föderation verhalten soll. Das heißt, wir teilen die Welt neu auf und sie wird das, was die Amerikaner in Bratislava vorgeschlagen haben, eine Sperre zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer, die ich eben beschrieben habe. Das läuft in einem größeren Maßstab. Wenn das so weitergeht, wir kappen ja jede vernünftige nachbarschaftliche Beziehung zur Russischen Föderation. Wir überbieten uns ja darin, die in die Eiszeit zurückzuschicken. Ja, dann werden wir uns doch nicht wundern müssen, wenn die Welt jenseits dieser Sperre aus Moskau, Peking, Neu-Delhi und Brasilien und Johannesburg besteht. Das ist doch die Wirklichkeit. Wollen wir die Welt so aufteilen, dann ist das das Ende der Globalisierung. Da kann man ja möglicherweise noch dem was abgewinnen. Aber wir haben vor wenigen Tagen in der Schweiz gesehen,
was Kapitalinteressen und Globalisierung bedeutet. Der Repräsentant von BlackRock in der Schweiz, ehemals Präsident der Schweizer Nationalbank, hat sich vehement dafür ausgesprochen, nur ja nicht die Schweizer Neutralität aufzugeben zugunsten eines NATO-Beitritts der Schweiz, weil dann die Schweiz am Ende ist. Und ich weiß ja, dass diese Diskussionen auch in anderen Ländern geführt werden. Wenn wir uns in Europa gleichschalten lassen, ist die Spaltung der Welt perfekt. Dann gibt es nichts anderes mehr. Dann gibt es niemanden mehr, der über Washingtoner Gedanken hinaus sich eigene Gedanken machen kann. Dafür werden die NGOs dann schon sorgen und die Baerbocks dieser Welt erst recht. Ja, von Österreich kann ich berichten, wenn ich das richtig einschätze, dass die Debatte um die Aufgabe der Neutralität und die Mitgliedschaft in der NATO schon an anderer Stelle virulenter geführt worden ist und schwieriger jetzt ist, weil offensichtlich Umfragen zufolge die Leute in Österreich zu größter Mehrheit nicht in die NATO wollen und auch die einzelnen führenden Politiker das kurzfristige Aufflackern dieser Diskussion gleich wieder ad acta gelegt haben. Ja, zum Schluss möchte ich noch auf Ihr Bild zurückkommen von der Hölle, also so mit der Fragestellung, wohin soll das Ganze führen? Die Hölle wäre natürlich der Dritte Weltkrieg, aber es gibt natürlich andere Alternativen. Es gibt die Alternative von Regimewechsel sowohl in der Ukraine als auch oder entweder oder in Russland. Es gibt einen Waffenstillstand, der schnell zu schließen wäre. Wer könnte den vermitteln nach all dem, was jetzt der Westen eigentlich da an Zerstörungen angerichtet hat, in der Diplomatie meine ich. Wie sehen Sie das? Wohin kann dieser Konflikt in den nächsten 3-4 Monaten führen? Ich will eigentlich nicht Vergleiche bringen, die in den Bereich des Missverständnissen kommen. Aber das, was wir hier derzeit zwischen Washington und Moskau erleben, hat Endspielcharakter. Das sind die Grundfragen, die wir seit langem kennen, weil der russische Präsident Putin sie in glänzender Weise auch historisch unterfüttert hat. Und der amerikanische Präsident Joe Biden keinen Zweifel daran lässt, wie die amerikanische Interessenlage ist. Wenn ich die russische Föderation so schwächen will, wie Joe Biden und Nancy Pelosi das sagen, dann bleibt von Russland nichts übrig. Und dann kämpfen die Russen auf ukrainischem Staatsgebiet derzeit genau um das. Das sage ich nicht, weil ich für die Russen in dem Zusammenhang Verständnis aufbringen will, sondern ich sage nur, wenn die Amerikaner das so sagen, und das nehme ich zum Nennwert, dann müssen die Russen ihr eigenes Tun vor diesem Hintergrund und unter dieser Prämisse sehen. Und wenn die Vereinigten Staaten nicht reüssieren im Zusammenhang mit dem Versuch, den Krieg auf ukrainischem Staatsgebiet möglichst lange zu führen, um ihre Interessenlagen irgendwie unterzubringen, dann wird auch die Rolle der Vereinigten Staaten in Europa eine andere werden. Dann wird das möglicherweise Großbritannien tangieren, die sind ja für jeden Krieg zu haben. Das wird andere betreffen, das wird uns auch tangieren, weil wir ja eigentlich in einer vernünftigen Nachbarschaft transatlantisch leben wollen. Aber die Wirklichkeit wird neu gerüttelt werden. Das ist dann wie in einem Becher, wo Würfel dran sind. Und da weiß ich nicht, wie das da rauskommt. Eine, wie soll man sagen, wünschenswerte Alternative wäre ein möglichst rascher Waffenstillstand. Wer ist Ihrer Meinung nach in der Lage, einen solchen zu orchestrieren? Also zwischen den verfeindeten und sich einander bekämpfenden Parteien? Und würde das nicht automatisch die Frage aufwerfen einer Neuordnung der Ukraine? Die Fakten, die an Ort und Stelle umgesetzt werden, die sprechen ja eine eigene Sprache. Wenn das jetzt nur ein paar Wochen so weitergeht, das muss man ja nüchtern sehen, und da beziehe ich mich auf Ihren Namensvetter, den General Hofbauer, dann ist das zwischen Charkiw und Odessa, ist das dann ein Gebiet, eine Wurst, die man entlang der russisch-ukrainischen
Grenze gezogen hat, wo ich nur sagen kann, dann wird es auf Dauer nicht zu einer Rückgewinnung des Donbass für Kiew oder einer Rückgewinnung der Krim für Kiew kommen können, weil die Russen Fakten gesetzt haben, auf die General Hofbauer aufmerksam gemacht hat. Das ist dann die Wirklichkeit und dann muss ich mich fragen, wer will dann Kiew gegenüber oder Moskau gegenüber sich in die Lage versetzt sehen, Waffenstillstand oder Ähnliches offerieren zu können. Ohne jetzt an letzte Überlegungen an diese Frage zu knüpfen. Ja, ich kann mir vorstellen, wer das könnte. Aber nein, ich würde es nicht sagen. Ja, wir kommen jetzt zum Schluss unserer, für meine Begriffe, hochinteressanten Debatte. Aber vielleicht noch eine Nachfrage zu dieser Neuordnung der Ukraine. Letztlich ist ja das immer alles noch dem Zerfallsprozess der Sowjetunion zuzuschreiben. Wir haben ja diese zwei großen multinationalen Einheiten, Sowjetunion und Jugoslawien, die in diesem Übergang von dem kommunistischen System in das postkommunistische System, wie immer man das definieren mag, Probleme gehabt haben der Nationalisierung einerseits und auch mit neuen Grenzziehungen. Da hat es ja überall sehr starke Auseinandersetzungen gegeben über den Jugoslawien-Zerfall, haben Sie berichtet, die Intervention des Westens da hinein. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber wie konkret könnte so eine ukrainische Neuordnung aussehen? Also da gibt es das Neurussische, dann gibt es das Donbass-Gebiet auf der einen Seite. Wer könnte das international sie in die Wege leiten und wer könnte das in der Ukraine eventuell auch administrativ umsetzen? Also ich könnte jetzt da länger drüber reden unter dem Gesichtspunkt, was man dann alles bedenken muss, aber ich will nur auf zwei Komponenten aufmerksam machen. Wenn das, was aus dem österreichischen Bundesheer an Ort und Stelle beschrieben worden ist, wenn das wirklich so bleibt und umgesetzt werden kann, dann ist die Ukraine ohne industrielle größere Basis. Denn die Basis liegt im Donbass und sie liegt in den Häfen Mariupol bis Odessa. Das muss man ganz nüchtern sehen und das wird auch die künftige Entwicklung bestimmen. Dann bleibt ein im Wesentlichen landwirtschaftlich genutztes Gebiet über und vor allen Dingen die Westukraine. Und es gibt ja jetzt bereits eine internationale Diskussion, die sagt, die Polen wollen die Westukraine, das Gebiet um Lemberg, ehemals Österreich-Ungarn, ehemals polnisch. Es gibt ja polnische führende Stimmen, die das schon öffentlich gefordert haben. Wenn ich an diese Büchse der Pandora rangehe, deswegen reduziert sich das nicht nur auf die Ukraine. Dann habe ich sofort die Frage nach den deutschen Ostgebieten auf der Tagesordnung. Denn wir dürfen ja nicht verkennen, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges und vor der Potsdamer Konferenz in Berlin im Sommer 1945 die Sowjetunion einseitig die deutschen Ostgebiete an Polen wegen der Entwicklung in Lemberg und anderswo übergeben hat. Das heißt, wenn ich anfange, in der Ukraine rumzumachen, wie das in Warschau offensichtlich der ein oder andere denkt, dann habe ich nachher Fragen auf der Tagesordnung, wo ich nur sagen kann, oh Gott, dann bleiben wir lieber vor der Türe an der Kapuzinergruft stehen. Ja, um dieses Tor zur Hölle zu vermeiden. Wir haben jetzt in dem Chat eine rege Beteiligung. Ich würde ein paar Fragen herauspicken. Sie können da wahrscheinlich auch kurze Antworten geben. Eine Franziska fragt, warum es gerade die Demokraten, und ich meine, sie meint damit die US-Demokraten sind, die so Interesse am Krieg haben. Das scheint mit den Weltbeglückungsüberlegungen der Demokraten in den Vereinigten Staaten ebenso in Verbindung zu sein wie mit handfesten ökonomischen Interessen und den Interessen derjenigen, die sich der Demokratischen Partei bedienen. Ich will da ausdrücklich die Neocons im amerikanischen Außenministerium ansprechen.
Ein Paul fragt, ob es in Europa auch Kräfte gibt, die eine aggressive NATO-Osterweiterung nicht mittragen wollen. Ja, man kann ja die letzte Bundestagsdebatte sich anhören. Dann wird man auf zwei Namen stoßen. Den Namen des AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und des linken Fraktionsvorsitzenden Herrn Bartsch. Beide stehen eigentlich dafür, die Kirche im Dorf zu lassen. Das führt mich persönlich zur Frage, wie kann es sein, dass sozusagen die äußerst linken und die äußerst rechten Kräfte quasi die vernünftigsten sind? Also das kann ich im Zusammenhang mit den Persönlichkeiten nur als Gewinn beurteilen. Als? Ich habe es nicht verstanden. Als Gewinn beurteilen. Als Gewinn beurteilen, ja. Aber die Erklärung dafür, wie das sein kann? Die steht mir nicht zu. Okay. Ich sehe es ja nur. Ja. Eine Andrea fragt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, insofern ist es eine interessante Frage, dass ihr es schrecklich findet, russische Künstler zu boykottieren und sogar solche, die schon gestorben sind, wie Tschaikowski, das ist ja quasi völlig absurd. Aber dieses Phänomen, wie kann man dem gegensteuern? Also ich glaube, dass selbst vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gegenüber der Sowjetunion in Deutschland nicht so eine abgrundtiefe feindliche Haltung gegenüber dem russischen Volk geherrscht, wie das heute der Fall ist. Also wenn ich mir das Trauerspiel in München und anderswo ansehe, dann kann ich ja nur sagen, hat man aus der Vergangenheit nichts gelernt. Sie meinen 38? Nein, am 22. Juni 1941. Oh, okay. Operation Barbarossa. Alles klar. Und die letzte Frage, die schließt wahrscheinlich auch unsere Debatte ab, haben wir schon diskutiert, aber die wird ja nochmal konkret gestellt. Wie könnte eine Friedenslösung aus geopolitischer Sicht aussehen? Maria will das wissen. Die Frage freut mich und ich beantworte sie auch sehr gerne. Am Ende des Zweiten Weltkrieges stand die Charta der Vereinten Nationen. Das ist das Ergebnis eines unheilvollen halben Jahrhunderts gewesen. Und die Standards, die in der Charta der Vereinten Nationen grundgelegt worden sind, sind für den chinesischen Präsidenten Xi und den russischen Präsidenten Putin vor wenigen Monaten, ich glaube im Januar, der Anlass gewesen, auch die amerikanische Unterschrift, erneute Unterschrift unter die Charta der Vereinten Nationen zu bekommen. Der amerikanische Präsident hat diese Frage bis heute nicht beantwortet. Wenn wir eine amerikanische Weltordnung bekommen, ist mit uns Schluss. So soll es nicht sein. Herr Wimmer, ich danke recht herzlich für das Gespräch. Ich glaube, es war ein interessantes Gespräch. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie eigentlich einer der wenigen prominenten und auch friedenspolitisch engagierten, vernünftigen Stimmen im deutschen Sprachraum sind, die die Sache ganzheitlich betrachten. Und wir wollen ja alle im Prinzip nichts anderes als das Ende dieses Krieges und eine Friedensordnung, in der jene Völker und jene Nationen und Länder gut zusammenleben können, die auf dem europäischen und auf dem eurasischen Kontinent miteinander eben leben. Danke Ihnen für das interessante Gespräch. Danke nochmal an den Aktionsradius Augarten. Und wir sehen uns sicher ein nächstes Mal. Ich hoffe, wie Uschi Schreiber schon gesagt hat, vielleicht dann auch nicht nur digital, sondern in echt. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit Wien kommunizieren zu können.